Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Immer jüngere Täter, immer jüngere Opfer, offenbar ein Anstieg auch in den Waffen, in Schulen, in Parks, in sonstigen öffentlichen Raum und jetzt der Vorschlag auch eines Waffenverbots im öffentlichen Raum. Ein Vorschlag, der von Innenminister Gerhard Kahner kam und genau jenen Innenminister darf ich jetzt hier im Studio begrüßen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, grüß Gott. Herr Minister Kahner, jetzt sind sehr, sehr viele Menschen derzeit erschüttert von den im Wochentakt auftauchenden Meldungen. Eine 12-Jährige, die monatelang von einer Jugendbande, selber Jugendliche im Alter von 13 bis 18, monatelang missbraucht worden sein soll, vergewaltigt wurde. Dann eine 11-Jährige in Kärnten, die von einem 14-jährigen Täter vergewaltigt worden sein soll. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit weiter. Was ist da eigentlich los in Österreich? Ja, wir haben zuletzt Ereignisse gehabt, die uns alle zutiefst erschüttert haben. Sie haben intensiv darüber berichtet, bestialische Morde an drei Frauen in Wien im Rotlichtmilieu. Sie haben angesprochen im Bereich des Missbrauchs, des Verdachts von Missbrauch von Kindern, von Unmündigen durch andere, Minderjährige, Jugendliche und Kinder. Und da kann man als Innenminister nicht zur Tagesordnung übergehen. Und daher haben wir hier jetzt klare Sofortmaßnahmen auch gesetzt. Auf der einen Seite haben wir eine Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Jugendbanden und Jugendkriminalität eingesetzt. Schwerpunkt Wien, aber auch in anderen Landeshauptstädten haben wir Problembereiche, wo wir Jugendbanden zurückdrängen werden müssen. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch, oder das habe ich vorgeschlagen, dass ein Teil des Problems dieser Jugendbanden auch ist, dass sie zum Teil bis über die Zähne bewaffnet sind, gerade auf öffentlichen Plätzen. Jugendliche, zum Teil auch Kinder. Stichwaffen mit Messer, die in Wahrheit nichts verloren haben bei diesen Jugendlichen. Und daher habe ich eben in die Diskussion gebracht, dass wir hier ein Waffenverbot, ein Messerverbot im öffentlichen Raum auch wollen. Und Experten prüfen das derzeit, wie man das auch rechtlich vernünftig umsetzen kann, aber vor allem auch für die Polizei praktikabel umsetzen. Dieser Vorschlag hat ja durchaus Unterstützung gefunden. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat gesagt, er unterstützt das. Er ist auch der Meinung, das gehört im gesamten öffentlichen Raum. Auch der Sozialminister der Grünen, Johannes Rauch, hat das unterstützt. Die, die es kritisieren, sind die Freiheitlichen, die meinen, das sei ein Zeichen der Hilflosigkeit. Zunächst, wenn es hier von der Politik Unterstützung gibt, dann finde ich das gut. Wenn andere meinen, das wäre falsch, dann ist das das gute Recht, aber ist offensichtlich nicht gut gemeint. Denn wenn man mit Polizisten spricht, nämlich erfahrene Kolleginnen und vor allem Kollegen, die in diesem Bereich Dienst machen, und ich war gestern Abend am Praterstern, wo eine Schwerpunktaktion auch durchgeführt wurde gegen Bandenkriminalität, gegen Jugendkriminalität. Und auf Praterstern gibt es eben so eine Waffenverbotszone. Und da sagt die Polizei ganz klar, wenn es das gibt, dann haben sie einfach bessere, schnellere, einfachere Möglichkeiten zu kontrollieren und auch Waffen, im konkreten Messer, wegzunehmen und dafür auch Strafen auszusprechen. Da gibt es empfindliche Geldstrafen für die Jugendlichen, wenn sie ein Messer mitführen. Und das Zweite, es wird ihnen das Messer auch weggenommen. Und das ist das einzig Effektive. Das sagen erfahrene Polizisten. Daher, wenn Parteien hier unterschiedlicher Meinung sind, und ich bin dankbar für diese Unterstützung von der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn man hier sagt, man ist dagegen, dann habe ich den Eindruck, man will, dass diese Kriminalität weiter hier stattfindet, weil man glaubt, damit Bonuspunkte gewinnen zu können, in den Umfragen zu steigen. Ich werde mich da nicht beirren lassen, wenn so Dinge passieren, wie sie passiert sind, und Sie haben zu Beginn solche Fälle angesprochen, dann kann man, und dann bin ich auch nicht bereit, zur Tagesordnung überzugehen. Da braucht es klare Maßnahmen, die sofort gesetzt werden, und ich habe manche angekündigt, wie die Schwerpunktgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität, aber auch Maßnahmen, die mittel- und längerfristigen wirken. Und so Waffenverbote sind eben hier ein praktikables Mittel, um solche Messer aus dem Verkehr zu ziehen, mit dem sich Banden gegenseitig auch verletzen
und zum Teil schwer verletzt. Ich komme nachher noch mal auf die Jugendbanden, die ja offenbar auch im Steigen sind, in Österreich, in Wien, in größeren Städten. Ich möchte aber noch mal auf den Vorfall, vor allem gegen das 12-jährige Mädchen, weil sich da irrsinnig viele Menschen wundern. Ich weiß jetzt, dass sie nicht für die Justiz zuständig sind, aber trotzdem wundert man sich, wieso sind eigentlich alle mutmaßlichen Täter, es ist nur ein einziger nicht strafmündig von 17 Tätern, warum da kein einziger eigentlich auch nur einen Tag in U-Haft war und stattdessen wirklich nur auf freien Fuß? Also ich habe mir als Innenminister vorgenommen, und ich bin auch verantwortlich für die Polizei, und gerade wenn man dafür verantwortlich ist, für die Polizei und damit auch für eine ordentliche Strafverfolgung, braucht es eine gute Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz. Das heißt, Sie werden von mir keine direkte Kritik an der Justiz hören. Aber ich würde mir schon von der politisch Verantwortlichen wünschen, hier auch einmal klar Stellung zu nehmen. So wie wir das tun von Seiten der Polizei, dass wir sagen, wir können hier nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir setzen Maßnahmen. Wir werden verschärft gegen Jugendbanden vorgehen, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln des Rechtsstaates. Und da, wo es notwendig ist, wo der Staat wehrlos scheint, müssen wir auch gesetzlich und juristisch nachschärfen, die Gesetze strenger machen. Darum auch die Diskussion über die Strafmündigkeit. Wenn jemand mit 12, 13 Jahren etwas verbricht, dann muss das auch Konsequenzen nach sich ziehen. Dann muss das auch Sanktionen bedeuten oder eben Strafen. Und das ist die Diskussion, die wir jetzt zu führen haben. Da meinen Sie jetzt die Diskussion, ob man die Strafmündigkeit herabsenkt. Auf wie viele Jahre würden Sie es herabsenken? Derzeit ist es vollendetes 14. Lebensjahr. Es gibt hier unterschiedliche Modelle. In der Schweiz ab 10, andere Länder mit 12, viele eben mit 14. Entscheidend ist, dass wenn jemand in diesem Alter etwas anstellt, ist der falsche Begriff, etwas verbricht. Und sexueller Missbrauch ist eines der übelsten Verbrechen, die es gibt. Wenn das jemand tut, dann braucht es Konsequenzen und Sanktionen. Und auch, wenn notwendig, Strafen. Und das wird jetzt vorbereitet, dass das auch exekutierbar ist. Ob es sinnvoll ist, jemanden lang ins Gefängnis zu stecken, wahrscheinlich nicht. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Sozialorganisationen, Hilfsorganisationen. Wichtig ist, dass dieser junge Mensch, dieser Jugendliche, Sanktionen spürt, wenn er so etwas tut. Weil ich gestern auch den Direktor einer Brennpunktschule, den Herrn Klar, hier zu Gast hatte, der sagt, dass man weiß ein bisschen, was Sie erzählen von den öffentlichen Plätzen. Es ist auch ein Sammelbecken, wo dann solche Burschen, sehr, sehr junge Mädchen, also teilweise eben 11, 12, 13-Jährige, locken und dazu bringen, auch mitzukommen. Wie sehr ist eigentlich die Polizei darauf eingeschult? Weil das ja teilweise ein anderes Vorgehen als früher ist. Also, ich habe es ja gesagt, ich war gestern am Praterstern, einer der Brennpunkte auch in Wien, wo es auch eine Waffenverbotszone gibt und wo gestern sehr intensiv kontrolliert wurde. Und da habe ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch gesprochen, die hier Jugendliche, vor allem Jugendliche, kontrollieren. Und die haben, da spürt man, die haben große Erfahrung in diesem Bereich. Die kennen, das heißt so in der Polizeisprache, die kennen ihre Kundschaft. Wer ist gefährdet und wer lässt sich auch anziehen? Und wer ist hier besonders gefährdet, auch auf junge Frauen und junge Mädchen vor allem auch zuzugehen? Und eines muss man in diesem Zusammenhang schon auch noch mitnehmen, glaube ich. Das ist auch die Verantwortung, und auch die werden wir ansprechen, die Verantwortung der Eltern. Und auch darum wiederum die Verantwortung der Telefone, der Handys, die diese Jugendliche auch mitführen. Denn das Jugendschutzgesetz, um nur ein Beispiel zu nennen, sagt, ab 14, ab 16 darf man sich nur bestimmte Filme im Kino ansehen. Und es passiert leider sehr oft, dass junge Burschen mit 12, 13 eben nicht in diesen Kinofilm gehen dürfen, der ab 14, ab 16 ist, weil sie nicht berechtigt sind, das zu sehen. Aber zeitgleich, während dieser Film im Kino ab 16 läuft, er auf der Parkbank möglicherweise sitzt und sich auf seinem Handy Videos ansieht mit wilden pornografischen Material, mit wilden Gewaltfantasien, alle diese Dinge, die dann letztendlich zum Teil dann auch in die Realität
probiert und umgesetzt werden. Und das ist das, wo wir klar die Verantwortung auch der Eltern einfordern werden müssen. Aber wie wollen Sie das machen? Weil das, was Sie ansprechen, ist zum Beispiel TikTok, wo überhaupt keinerlei Kontrolle ist. Weil bei den US-Social Media wie Meta gibt es ja zumindest quasi Regulierungen. Ja, Sie haben recht, auf sehr komplexe Materie, weil es schwierig ist, weil man natürlich Eltern Interesse daran haben, dass ihre 10-, 11-, 12-jährigen Kinder auch erreichbar sind, damit sie wissen, wo sie sind, was sie tun. Selbstverständlich, das soll auch in Zukunft klarweise möglich sein. Aber man kann schon auch darüber diskutieren, ob alle Dinge, und da gibt es technische Möglichkeiten, ob wirklich Jugendliche Zugang haben zu allen Dingen, die das Handy so in sich trägt, an Videos, an Material, das hier durch unterschiedlichste Dienste, Darknet auch präsentiert wird. Und das ist etwas, wo die Eltern gefordert sind, wo wir auch den Auftrag gegeben haben, auch an die Experten, das zu durchforsten, wo haben wir rechtliche Möglichkeiten. Und da arbeiten wir natürlich auch sehr eng mit anderen Ressorts zusammen, mit dem Bildungsministerium, weil Sie angesprochen haben, die Schule. Also das ist ein vielfältiges Thema. Unser polizeiliches Thema ist, dass wir jetzt als Sofortmaßnahme mit repressiven, also robusten Maßnahmen jetzt hineingehen werden, hier klare Kontrollen auch durchführen werden, um das Thema Jugendbanden und Jugendkriminalität vor allem in der Bewaffnung auch Herr zu werden und diese aus dem Verkehr zu ziehen. Jedes Messer weniger bringt den mehr in Sicherheit. Und vielleicht diesen Satz gestatten Sie mir auch noch, weil da jetzt oft in der Diskussion ist, was ist mit dem Jausenmesser, was ist mit dem Knicker, also das jagdliche Messer, alle diese oder Messer zur Berufsausübung. Selbstverständlich wird es das weiter möglich sein, dies zu tragen. Denkt doch niemand daran, das aus dem Verkehr zu ziehen. Wir müssen dorthin, wo die Probleme sind. Und die Polizei weiß, wo die Probleme sind. Die Medien berichten darüber, wo die Probleme sind. Da müssen wir hinein, mit aller Konsequenz, mit aller Härte des Gesetzes. Jetzt hat man den Eindruck, dass die Jugendkriminalität, aber auch die Jugendbanden ein Phänomen ist, das im Ansteigen ist. Ist das tatsächlich so oder erfahren wir jetzt nur zufällig gehäuft davon? Es ist auch tatsächlich so. Es ist aber auch unterschiedlich in den Altersgruppen. Der größte Anstieg ist bei den unter 14-Jährigen. Bei den 14- bis 17-, 18-Jährigen gibt es einen Anstieg, einen leichten Anstieg. Und bei den 18- bis 21-Jährigen, das sind so die jungen Erwachsenen, das ist die Kategorisierung, die wir als Polizei hier haben, das ist sogar ein Rückgang zu verzeichnen. Also wenn man so will, diese Bandenkriminalität, diese Jugendbanden sind jünger geworden. Und das ist das, was auch vielen Menschen Sorge macht, wo sie Ängste haben, wo ich auch Verständnis dafür habe, dass das so ist, dass es auch Ärger darüber gibt, dass es auch Wut darüber gibt, dass diese, und wir haben das diskutiert, nicht eingesperrt sind oder zumindest in Untersuchungshaft sind. Da würde ich mir durchaus ein intensiveres, robusteres Vorgehen wünschen. Woran liegt das, dass die Täter immer jünger werden? Ist das nur TikTok und Co. oder was ist die Ursache? Es gibt sicherlich nicht nur diesen einen Grund und das ist der Punkt und wenn wir den ändern, dann ist das Thema gelöst. Auch wiederum ein Mix. Einige Punkte habe ich schon angesprochen. Ich glaube, dass das Thema Gewaltvideos, das was frei zugänglich ist für Jugendliche, ein Thema ist. Auch denke ich, dass es ein Thema ist, dass Jugendliche durch das auch weniger Grenzen erleben, dass wenn ein 10-, 11-, 12-Jähriger etwas anstellt, und damit meine ich etwas verbricht oder jemand einen anderen Minderjährigen beispielsweise missbraucht, er kaum Grenzen oder Sanktionen spürt. Das ist eben die Diskussion um die Strafmündigkeit. Und diese Vielfältigkeit an Herausforderungen ist eben auch so wichtig, wie wir damit umgehen, sondern eben, dass wir breit Maßnahmen auch einleiten. Und das haben wir getan. Polizeilich habe ich klar skizziert, aber auch mit anderen Ressorts hier, also anderen Ministerien, anderen Behörden, auch der Sozialarbeit, auch den Städten, Stadt Wien, Ländern und Gemeinden hier eng zusammenarbeiten und schaut, wie werden wir dieser Dinge her, damit wir eben nicht Plätze haben, wo sich junge Frauen, junge Mädchen nicht in den Park trauen. Das muss ein Ende haben. Ein anderer Fall, den Sie ganz am Anfang angesprochen haben, das hat jetzt nichts mit Jugendkriminalität zu tun, weil der Täter ist 27, ein afghanischer Asylwerber, der
offenbar sich jetzt ausredet oder dessen Erklärung ist, dass er sei von einer Hexe verflucht worden und beruft sich aber auf den Koran und ich weiß nicht was in seiner Einvernahme. Wie kann man mit diesen Fällen umgehen? Das wissen wir ja auch, dass in letzter Zeit waren gehäuft Morde an Frauen. Der Fall war jetzt offenbar ein Hass auf Frauen im Allgemeinen und im Speziellen in diesem Club 3 Frauen umgebracht. Dann andere Fälle, wo es ein bisschen diffiziler ist, die Hintergründe. Also wir haben, Sie haben angesprochen, dieses, ich glaube es ist jetzt 3 Wochen her, dieses, man muss das sagen, bestialische Wochenende mit den 3 getöteten Frauen aus dem Rotlichtmilieu durch diesen afghanischen Asylwerber, den Sie angesprochen haben. Dann hatten wir das in einem offensichtlichen, der sich dann selbst das Leben genommen hat, der seine Frau und seine Tochter brutal erwürgt hat. Und dann hatten wir einen 93-Jährigen, der mittlerweile auch verstorben ist, offensichtlich seine 84-jährige Lebensgefährtin ermordet hat und dann auch sich selbst das Leben genommen hat. Also höchst unterschiedliche Fälle. Und da ist es so notwendig, dass man auch höchst unterschiedlich an diese Dinge herangeht. Sie haben konkret angesprochen den Fall mit dem afghanischen Asylwerber. Da ist, glaube ich, entscheidend, und das habe ich auch damals unmittelbar danach angekündigt, und es passiert auch, dass wir in den Grundversorgungseinrichtungen noch intensiver auch kontrollieren. Weil der beispielsweise ist von Kärnten nach Wien beispielsweise gekommen, besteht dort ja schon ein Messerverbot. Das vergisst man, das gibt es ja schon für Asylwerber in diesem Bereich. Aber da werden wir auch nachschärfen müssen. Und auch das habe ich gesagt, wir werden auch mittelfristig darüber diskutieren werden müssen, wie wir auch Menschen wieder, Asylwerber, abgelehnte Asylwerber, Verbrecher, Gewalttäter nach Syrien oder auch nach Afghanistan wieder zurück abschieben können. Das dürfen wir derzeit rechtlich eben nicht. Kein Land in Europa kann das derzeit. Daher ist es wichtig, dass der Täter jetzt sehr rasch, oder ist er ja eingesperrt, dass er langfristig hinter Schloss und Riegel kommt. Aber für andere Fälle ist es wichtig, auch hier klare Signale zu setzen, dass auch wieder in diese Länder abgeschoben werden kann. Aber Sie meinen in solchen Fällen, wenn man einen syrischen oder einen afghanischen Flüchtling auf frischer Tat ertappt sozusagen und es ein Gewaltverbrechen ist, wollen Sie ihn abschieben? Zunächst, wir können derzeit nach Syrien, Afghanistan, gibt es nicht die Möglichkeiten dazu. Wenn jemand etwas verbricht, wenn er bestialisch Frauen ermordet, dann wird er der Justiz zugeführt und dort wird dann die gerechte Strafe ausgesprochen. Davon gehe ich aus. Kommt hinter Schloss und Riegel für lange Zeit, am besten für immer. Wenn jemand sich nicht an unsere Kultur, an unsere Werte, nicht an das Leben, an den Respekt gegenüber Frauen in diesem Land hält, was wir auch in diesem Kulturkreis manchmal auch immer wieder sehen müssen, dann müssen wir auch das Signal setzen. Offensichtlich ist er dann hier bei uns nicht richtig. Und er ist besser aufgehoben in Syrien oder Afghanistan, von wo er letztendlich hierher gekommen ist. Aber diese Möglichkeiten haben wir noch nicht, jetzt sie dort zurückzuführen, weil das Recht dem widerspricht. Aber darum kämpfe ich ja auf europäischer Ebene. Und das ist eben Demokratie, dass man, was ist Demokratie, dass man mit Mehrheiten auch Regeln und Gesetze ändern kann. Daher kämpfe ich auf europäischer Ebene dafür, dass wir sowas auch wieder zustande bringen. Es gibt andere Länder in Europa, die schon offen darüber diskutieren, vor allem Syrien rund um Damaskus wieder Menschen zurückzubringen. Aber das ist intensive, harte Arbeit. Und das möchte ich auch sehr klar sagen. Da hilft nicht laut schreien, da hilft nur harte Arbeit. Davon bin ich überzeugt und das werde ich auch weiter so tun. Ich möchte noch auf ein anderes Thema kommen, nämlich die sehr stark steigenden antisemitischen Vorfälle in Österreich seit dem Hamas-Terror-Massaker am 7. Oktober und den darauffolgenden Krieg gegen die Hamas. Besorgen Sie diese Zahlen, weil das dürfte wirklich eine Explosion sein. Ja, selbstverständlich. Das lässt keinen kalt und es war gestern durch die IKG diese Präsentation, wo die aktuellen Zahlen auch präsentiert wurden. Wir kennen natürlich als Innenministerium, als Polizei diese Zahlen. Und es ist aber leider, leider muss ich sagen, auch etwas, was mich nicht überrascht hat, weil wir eben sehen müssen,
leider sehen müssen. Und das ist ja nicht nur, auch das ist klar gesagt, nicht nur ein österreichischer Trend, sondern ein Trend europaweit, dass seit dem 7. Oktober, klar, das war der Angriff der Hamas, der bestialische Angriff auf die israelische Bevölkerung, diese Dinge zugenommen haben. Nämlich auch islamistischer Antisemitismus. Das ist der Bereich, der am stärksten im Steigen begriffen ist. Wir haben vom River to the Sea, das ist ein englischer Ausdruck, also vom Fluss bis zum Meer, das heißt, müssen wir auslöschen, nämlich das Israel ist das auslöschen. Territorium das Territorium Israel. Genau, das, um das auch zu erklären. Das sind so Sprüche, die in der Öffentlichkeit immer wieder transportiert werden. Und das sind alles Dinge, die zu diesen Anzeigen auch führen. Das ist sozusagen dieser islamistische Antisemitismus, der halt am stärksten zugenommen hat, aufgrund auch der üblen Propaganda der Hamas. Das findet ja auch statt, sehr stark über die sozialen Netzwerke auch statt. Und auf der anderen Seite, was noch dazu kommt, das ist bei all dieser Dramatik und Furchtbarkeit dieser hohen Zahlen auch das Gute, dass immer mehr aber auch gemeldet wird. Vor allem Dinge, die online passieren, werden Menschen aufmerksamer darauf und melden das auch dementsprechend den Behörden und den Meldestellen der Polizei, die dafür zuständig ist. Aber müsste man da jetzt nicht noch mehr gegensteuern oder geht das nicht, weil es auch wieder über die sozialen Medien ist? Ist natürlich soziales Medien, aber es geht auch sehr stark in den Bereich hinein, den wir davor diskutiert haben. Wie gehen wir mit Menschen um, die beispielsweise, und das ist eine gefährdete Gruppe, ich bin nicht bereit, alle in einen Topf zu werfen, aber syrische Gruppen, afghanische Gruppen sind eben gefährdete Gruppen, auch in diesem Bereich, die wir vorher diskutiert haben. Und da müssen wir ganz mit stark polizeilich einen. Gruppen meinen Sie, dass sie. Dass diejenigen die sind, die auch antisemitischen Islamismus auch vor sich hertragen. Weil sie eben als junge Menschen über viele Jahre beispielsweise in einem Flüchtlingslager in der Türkei gelebt haben, dort weder lesen noch schreiben gelernt haben, sondern vielleicht viele andere Dinge gelernt haben, die mit den europäischen Werten nichts zu tun haben. Und das sind alles Herausforderungen, denen wir begegnen müssen. Die müssen wir ansprechen. Gerade, und ich bin, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich bin nicht bereit, alle in einen Topf zu werfen, weil wir wissen, dass viele auch aus diesem Bereich wertvolle Mitglieder der Gesellschaft auch sind. Aber wir wissen auch, dass es in diesen Gruppen, syrische Staatsbürger, afghanische Staatsbürger, auch eine überdurchschnittlich hohe Kriminalitätsrate gibt. Und wenn dem so ist, muss ich auch in diesem Bereich intensiver polizeilich unterwegs sein, robuster unterwegs sein, aber auch natürlich in den Schulungen, in der Prävention, in der Aufklärung, in den Schulen beispielsweise massiv hineingehen. Und daher sind wir uns auch auf Regierungsebene einig, dass natürlich polizeilich ein wichtiger Teil ist, aber letztendlich vieles ministeriums- und ressortübergreifend auch getan werden muss. Schon zum Abschluss, Sie haben irgendwann dazwischen gesagt, beim Waffenverbot und der Ablehnung der FPÖ, dass die das vielleicht teilweise absichtlich machen, dass die Situation nicht verbessern wollen, weil sie vielleicht auf einen Anstieg in Umfragen hoffen. Spielt all das, was jetzt passiert, den Freiheitlichen in die Hände? Ich kann nur beobachten, ich kann nur sagen, was ich sehe und was ich beobachte, dass es eine Partei gibt, die sich freut darüber, wenn die Asylantragszahlen steigen, die sich freut darüber, wenn in diesem Bereich die Kriminalität steigt. Und das ist der Herr Kickl und die FPÖ, weil sie hoffen, durch steigende illegale Migration, durch steigende Asylanträge, dass ihre Umfragen steigen. Und das ist eigentlich schäbig und das finde ich unfair gegenüber jenen, die Sorgen haben, die Ängste haben, die sich Hoffnung auch haben, in vielleicht auch in die FPÖ, dass sich da was ändert. In Wahrheit geht es ihnen nur darum, Ängste zu schüren und nicht Ängste zu nehmen. Unsere Aufgabe ist es, und das tun wir sehr intensiv, auch der Polizei, eben Ängste zu nehmen, durch klare, intensive, harte polizeiliche Maßnahmen, aber auch mittelfristig durch Änderungen in gesetzlicher Art, aber auch in der Prävention und Aufklärung. Gut, dann vielen Dank für das Interview und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.